So, hallo und herzlich willkommen zu einem Informationsvideo, Tutorial-Video, Erklärvideo, wie ihr es nennen möchtet. Sucht euch was aus. Dadurch, dass sich ja ab dem aktuellen Datum, dem 1.11.2017, unser Teamspeak geändert hat, es werden neue Sachen kommen, es werden alte Sachen verabschiedet, werde ich euch jetzt auf den aktuellen Stand bringen, was möglich ist, was nicht mehr möglich ist. Und ja, grundsätzlich ist es schon passiert. Der Teamspeak ist schon im neuen Look zusammengesetzt. Hier sehen wir ihn. Das wird der neue Look hier, wie man es sehen wird. Ja, das ist halt so der bekannte oder so wird der neue Look vom Teamspeak 3 Server werden. Channel switched. Aktuell ist das hier noch unser Test-Teamspeak, worauf wir das alles zusammengeklöppelt haben, worauf wir alles Mögliche eingestellt haben. Denn ich kann euch ja mal ganz kurz was zeigen. Wir saßen am Sonntag von, deswegen auch aktuell kein Rainbow diese Woche. Wir saßen Alex und ich, also Alex wird der neue Teamspeak-Techniker mit meiner Wenigkeit zusammen werden. Haben wir uns jetzt am Sonntag darum gekümmert, dass alle Teamspeak-Rechte eingestellt werden. Das rufe ich jetzt gerade mal auf meinem zweiten Bildschirm auf, das werde ich euch gleich zeigen. Ich werde euch jetzt mal grundsätzlich kurz ein paar Kleinigkeiten dazu erzählen. Ja, wir haben wie beschlossen unseren Teams zusammengelegt. Das wird auch passieren. Slotsanzahl wird auch noch hochgesetzt. Grundsätzlich werden die erstmal kurz noch bleiben, weil wir noch nicht offiziell rübergehen. Aber wir wollen halt mit dem Teamspeak jetzt schon mal übersetzen. Also, nun ist es so, dass wir angefangen haben, verschiedene Channel zu erstellen. Das ist einmal als oberster Chef der Server-Owner, sehen wir hier auch Mark. Dann haben wir als Vertret, als Gruppe, als Admin-Gruppe einmal die MGC-Community, als Admin mit Alex, als Vertretung mit Ezio. Beide gleichberechtigt, wenn nur der eine nicht da ist, ist der andere da und so weiter. Dann einmal als Admins für die Witzhong Simulatoren Community, einmal Maurice als Admin und die Vertretung ist Adrian. Warum bin ich als Allereinzigster da, Microphone muted. als Oberster und nicht als Admin da? Weil grundsätzlich ich den Teamspeak immer noch finanziere und da möchte ich mir ein etwas höheres Recht geben, dass ich auch noch über den Teamspeak bestimmen kann. Grundsätzlich, ich bezahle dafür, dann möchte ich da auch bestimmen können. Ich muss auch die Infobots einrichten, da brauche ich bestimmte Rechte für und so weiter. Dazu aber später mehr. Grundsätzlich ist es so gedacht, dass ihr mit Problemen erstmal an eure jeweiligen Admins tritt. Die MGC-Community tritt an die Admins Alex und Ezio ran. Und die Verzeugungsmotoren-Community tritt an Maurice und Adrian an. Da bin ich erstmal außen vor. Natürlich könnt ihr mir auch Fragen stellen, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Grundsätzlich aber erstmal an Maurice und Adrian, denn die können da meistens schon weiterhelfen. Da muss ich mich nicht unbedingt drum kümmern. Dafür sind die da. Falls es mal dazu kommen sollte, dass ein Admin eurer Meinung nach irgendwelche Rechte missachtet, könnt ihr alle Admins ansprechen, die ihr wollt. Auch meine Wenigkeit. Schreibt euch auf, was passiert ist, denn auch ich bin nicht immer da. Auch die Vertretungsadmins sind nicht da oder die Admins sind nicht immer da. Schreibt das auf, meldet uns das, schreibt uns an und so weiter. Dann gibt es natürlich noch die Admin-Lounge. Grundsätzlich Admin-Lounge so eingerichtet, dass die Admin-Lounge, da können sich Admins reinsetzen und es sieht sie keiner, natürlich außer Admins. Entschuldigung. Weil wir einen Channel brauchen, wo wir auch mal alleine für uns sein können, ohne dass uns jemand sieht oder ohne dass uns auf die Nerven geht. Damit wir auch ab und zu selbst ein paar Sachen besprechen können. Dann der Besprechungsraum. Ja, grundsätzlich stehen da aktuell in der Beschreibung noch alte Sachen drin, ist halt ein alter Teamspeak. Ja, grundsätzlich Aufnahmebereich. Muss ich mal ganz kurz gucken. Kann natürlich vom Servergruppenrecht YouTuber betreten werden. Aber auch ebenfalls vom Supporter und Simu-Club-Inhaber. Aber dazu später. Also, betretbar hier über die YouTuber-Gruppe. Server-Gruppe. Dann haben wir nochmal VIP-Bereich. Dazu jetzt gleich kurz eine kleine Erklärung. Das ist mich etwas umreichter. Es ist nicht mehr so, dass wir VIP einfach so an Leute vergeben werden.
VIP wird eine kostenpflichtige Sache werden auf dem Teamspeak. Warum, wieso, weshalb? Weil A, der Teamspeak uns jetzt extrem kostenspielig ist und wir natürlich erstmal für uns natürlich die Kosten decken, die wir haben. Das beläuft sich auf Teamspeak-Server und Infobot auf jeden Fall und gegebenenfalls auf Musikbot. Musikbot ist eher so eine Luxusfunktion auf dem Teamspeak. Ich habe sie ganz gerne. Aber so Teamspeak-Server ist wichtig, dass der bezahlt wird und der Infobot. Infobot, weil der hat noch ganz viele andere Funktionen, die halt sehr selten auftreten. Das ist ist die Servergruppen, dass nicht alle Namen gegeben werden können, die wir auf den Teamspeak haben wollen. Servergruppenschutz, dass kein anderer Admin kriegt und sowas halt, dass das alles nicht kommt. Und da ist halt noch viel mehr, die benachrichtigen und so weiter, was wir später alles einrichten werden. Ja, genau, also das ist halt damit gedacht. Es gibt einen festen Preis, den ich aktuell leider nicht im Kopf habe. Da haben wir uns was überlegt. Das werdet ihr aber dann auch in kommender Zeit mitnehmen. Grundsätzlich, der Teamspeak bleibt für alle offen. Da wird sich nichts dran ändern. Also da könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Jeder darf draufkommen. Wir werden alles Mögliche erlauben. Aber natürlich, Rechte bleiben einbehalten oder sollen eingehalten werden. Dazu später mehr. Also die VIP-Lounge vom VIP erreichbar. Dann haben wir die Projekträume. Die sind auch etwas umfangreich. Aktuell laufen ja verschiedene Projekte zwischen der MGC-Community und Virtualisierungssimulatoren-Community. Darunter läuft aktuell Minecraft-Projekt Urgestein, aktuell auf Eis gelegt, weil aktuell kein Minecraft gespielt wird. GTA-Projekt, aktuell pausiert. Sollte mal ein GTA-Roleplay-Spiel werden. Aktuell auch aus Spielermangel abgesagt. Dann natürlich Rainbow Six Siege, das YouTuber-Projekt, bekannt auf vielen Kanälen. Auf Virtualisierungssimulatoren ist es die letzten 2, 3 Wochen selten gekommen, weil wir einfach keine Zeit haben durch Teamspeak-Funktionierung und so weiter. Ist da einiges passiert. Und dann als weitere Sache, Entschuldigung, verschluckt, der Simu-Club. Simu-Club Deutschland. Ein Veranstalter, was Euro Truck Simulator 2 Konvois. Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage auch ATS Konvois. Also sowas, ETS Konvois, werden offiziell gemacht. Es wird auch ein Eröffnungskonvoi für den neuen Teamspeak geben. Dazu spätere Informationen, natürlich mehr auch auf dem Teamspeak. Genau. Simu Club ist nochmal eine eigene Gruppe auf dem Teamspeak, hat auch einmal als Servergruppe den Simu Club Inhaber. Das beläuft sich auf Alex, mein Techniker und Admin und Timo. Genau, ist auch nochmal Gründer, Veranstalter davon. Die haben auch nochmal Besonderrechte. Dann natürlich Convoy, dazu aber auch später mehr. Da müssen wir jetzt nicht. Support. Da muss ich nochmal kurz auf meine Liste gucken. Habe ich das auf der Liste oder habe ich das auf der anderen Liste? Denn es gibt nämlich einige Listen, die wir ausgedruckt haben. Es hat sich nämlich auch einiges geändert. Habe ich jetzt gerade nicht auf der Liste. Ich muss mal ganz kurz gucken. War das das Sitzungsprotokoll? Muss ja. Es wird nämlich sich im Bereich des Supportes etwas ändern. Und zwar, ich muss mal ganz kurz gucken. Wir werden nämlich jetzt mehr Support anbieten, als wir es hatten. Wo ist denn Support abgeblieben? Besprechung. Wir haben nämlich alles schön säuberlich fein. Ha, Support. Beschluss. Weitergeführt. Oh, das ist ja hervorragend. Gut, also grundsätzlich wird es so sein. Da werden wir aber alle Channel noch namenstechnisch beschriften. Da müsst ihr uns aber leider etwas Zeit mitgeben. Wird es so sein, wenn ihr Support-Probleme habt mit, ich zähle jetzt mal einfach auf, LS-Support wird weitergeführt. OMSI-Support wird weitergeführt. OMSI-FAP-Support wird weitergeführt. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wir auch festgelegt haben. Ach ne, hier steht's doch. Ich hab's doch. Also, Support. Mark macht LS-Support und OMSI-Support. Adrian macht allgemein einen IT-Support, also Support im Sinne, alles was um PC drumherum geht. Wenn ihr Fragen zum PC habt,
Und so weiter, da werden wir alles noch fallen, so ich auch. Also wenn ihr irgendwelche, ihr wollt euch was Neues kaufen, habt aber nicht so die Ahnung, was sollen wir da jetzt kaufen, und beraten wir euch gerne. Dann natürlich macht Adrian OMSI noch und OMSI FAP Support. Alex macht ATS Support, ETS2 Support und den Multiplayer Support, dass ihr da alles eingerichtet kriegt, dass das läuft, falls ihr Probleme habt und so weiter. Ezio macht den Steam Support, alles, wenn ihr Probleme habt bei Steam, da läuft was nicht, da läuft irgendein Spiel nicht, ihr habt Probleme damit, dass irgendwas nicht installiert wird, irgendwelche Kaufprobleme oder sowas, wendet euch an Ezio, er hilft euch da weiter. Und natürlich Maurice mit Support. OMSI 2, OMSI 2 FAP, also der Fahrerarbeitsplatz. Dann natürlich IT-Support. Ich denke, alle Supporter machen IT-Support, weil jeder hat davon Ahnung. Wir haben alle fast High-End-Rechner da. Maurice ist jetzt, glaube ich, dabei, und Adrian sind gerade dabei, abzudaten. Wir haben alle die Ahnung davon. Fragt uns zur Not, werden wir euch da weiterhelfen. Und Controller-Support. Was der mit Controller-Support meint, kann ich euch leider nicht sagen. Genau, also Supportgruppen. Kommt einfach in den Wartebereich, ihr kommt eh nur in den Wartebereich. Wartet da, irgendeiner wird zu euch stoßen. Wenn ihr zu euch und dann wird halt kurz abgefragt, was für Probleme genau habt, und dann kann es sein, dass es nochmal kurz den Supporter wechselt oder Supporter euch auf irgendeine Zeit versetzt, falls gerade mit der passenden Person nicht da ist, oder wird euch natürlich auch weiterhelfen. Die Plauderecke. Ich muss jetzt mal kurz einmal zu meinen ganzen Listen, weil ich alles nicht auswendig weiß. Plauderecke. Da, Plauderecke. Projekträume, Supporträume. Genau. Die Plauder-Icons sind für alle User zugänglich. Wirklich alle User zugänglich. Können von allen User eingesehen werden. Beschreibungen können von allen schnell eingesehen werden. Da wird sich jeder nochmal niederschreiben, was er kann, wofür er da ist und so weiter. Plauder-Ecke kann besucht werden. Dann die Musikräume, wie gewünscht. Ein Musikraum wird der Musikbot unseres Teamspeaks erlaubt sein, wird dort eingestellt sein, dass der da reinjoint. Und Musikraum 2 ist für eure Musikbots dargelegt. Bitte sprecht kurz die Admins an, dass wir Bescheid wissen, dass da ein Musikbot aktiv ist von euch. Denn sonst kann es passieren, dass es irgendjemand auffällt. Also bitte sprecht es kurz ab, dass das wirklich von oben abgesegnet ist, falls sich dort irgendwann. Dann, wie gewünscht, Watch Together Launchen. Zwei Stück für euch, natürlich das Beste vom Besten. Ist ja aktuell hoch im Kurs. Schaut euch es an, genießt die Räume, dafür sind sie da. Dann kommen wir aktuell zu den Spieleräumen. Und da gibt es ein paar mehr. Da machen wir das mal so. Also grundsätzlich, es gibt aktuell Hauptspiele, die bei uns immer mal wieder wechseln werden. Also es werden nicht immer jetzt das hier bleiben, die werden immer mal wieder ändern. Aktuell LS, weil da viele LS gespielt wird. Euro Truck wird aktuell viel gespielt, durch auch die Konvois und so weiter. GTA. Aktuell auch mega viel gespielt. Rainbow hält sich aktuell in Grenzen, wird aber auch viel gespielt. Das sind feste Räume, da könnt ihr rein. Dann haben wir noch die Spieleräume. Wofür sind die Spieleräume? Die Spieleräume sind für alle anderen Spiele. Auf dem Teamspeak wird alles gespielt. Wirklich alles. Dann könnt ihr es ganz einfach machen. Jeder kann die Channel editieren. Also, einfach Rechtsklick auf den Channel, wo ihr drin seid, Channel editieren, und schreibt da kurz hinter, was ihr spielt. Fertig. Arg. Euro Truck oder irgendwie sowas. Schreibt es dahinter. Natürlich, Euro Truck haben wir jetzt die eigene Channel. Aber schreibt es kurz dahinter, damit wissen, damit die anderen Leute wissen, was gespielt wird. Falls die Räume nicht ausreichen, fügen wir irgendwann weiter hinzu. Also da einfach kurz, ihr könnt auch, glaube ich, nur das hinten, nur das ändern. Alles eingestellt. Also wir haben uns da wirklich extrem viel Mühe gegeben. Falls irgendwas nicht funktionieren sollte, ihr Fragen habt, wendet euch sofort an die an die Techniker, also Adrian oder Alex oder meine Wenigkeit. Könnt von jedem geändert werden. So, was haben wir als nächstes auf der Liste stehen? AFK-Raum. Ja, AFK-Raum, wie ich sagt, AFK-Raum. AFK, bin ich da. Es gibt jetzt nicht mal hier begrenzte Zeit AFK, AFK, ihr seid nicht da. Punkt aus, fertig. Sitzt im AFK-Raum, seid nicht da. Wir wollen jetzt nicht mehr unterscheiden, anderer Teamspeak oder sonstige Sachen. Ihr seid im AFK-Raum, ihr seid nicht da, davon gehen wir aus. Dafür ist der AFK-Raum da. Dann gibt es einen Download- und Upload-Raum. Ja, wir bieten auf dem Teamspeak auch einen kleinen Download- und Upload-Bereich an. Auf was beläuft sich das?
Es beläuft sich darauf, Sachen hoch und runter zu laden. Der Download- und Upload-Raum ist für alle zugänglich. Vorausgesetzt, ihr habt vorher mit einem Admin gesprochen, der euch dann die nötige Servergruppe zuweist. Ach nee, die nötige Servergruppe zuweist. Das wollen wir mal kurz machen. Servergruppe zuweisen und Download- und Upload-Rechte. Damit könnt ihr ebenfalls hier hoch und runterladen, falls irgendwelche Dateien mal mit Freunden tauschen wollt. Sagt uns Bescheid. Wir werden aber auch noch mal ab und zu aufräumen müssen. Geht davon aus, wenn ihr Sachen in den Dateibrowser hochladet, ein anderer Freund hier hochladet, ihr könnt die Dateien nicht löschen. Wenn ihr gesagt, soll aber nur mein Freund kriegen, dann sagt ein Admin kurz Bescheid. In dem Fall nur mich als Server-Owner oder Alex fragen, ob er die Datei danach wieder löschen kann, wenn es was Privates sein soll. Wir werden aber dann noch verweisen, es gibt genug Plattformen, wo man das eben hochladen kann und anderen Leuten das geben kann. Also wirklich, TeamSpeak hat auch nur begrenzte Dateimenge. Also geht mal von maximaler Dateigröße 100 MB aus. Falls ihr größere Dateien habt, dann fragt kurz, ob das möglich ist, die auch hochzuladen. Genau. Das dazu. So, jetzt geht's weiter. Es hat sich nämlich wirklich einiges geändert. Das Video könnte länger werden. Also plant es euch ein, es gibt wirklich viel zu erzählen. Ja, es gibt keine Servergruppen mehr, die ansagen, welche Spiele ihr spielt. Ja, schade, ist aber nun mal leider so. Grundsätzlich haben wir uns dafür auch eine Möglichkeit einfallen lassen. Und zwar könnt ihr über mich, hauptsächlich über meine Wenigkeit, euch ein Google Docs Dokument geben. Also ihr fragt mich, was könnt ihr in diesem Google Docs Dokument machen? Ihr könnt alles da reinschreiben, was ihr wollt. Natürlich werden wir ab und zu auch mal kontrollieren, weil ich dir erstelle, was ihr da drin genau schreibt. Könnt dann dort reinschreiben, welche Spiele ihr spielt, wie lange ihr die gespielt habt, mit wem ihr ganz viel spielt, welche Spiele ihr gerade so richtig aktuell spielt, welche ihr vielleicht auch schon so in Augenschein genommen habt. Da könnt ihr euch einfach kurz vorstellen, weil wir möchten nicht 20 Milliarden Servergruppen haben, nur für Spiele. Ist A, eine mega Einstellungssache, wenn wir allein für diese paar Servergruppen, die wir jetzt hier haben, mit den Funktionen und den kompletten Teamspeak, also geht mal allein 4 Stunden für die ganzen Servergruppen aus. Obwohl eher 5, weil die am längsten dauern als das Einstellen der Channel. Eine mega mäßig große Aufgabe, die Sachen einzustellen. Könnt ihr dann kurz im Google Docs Dokument reinschreiben, was ihr haben wollt, also könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Wir werden es ab und zu mal kontrollieren, ob da irgendwelche Sachen drin stehen, die nicht angemessen sind. Was bringt euch der ganze Kram? Eigentlich ganz viel. Denn irgendwann, kann noch mal ein, zwei Tage dauern, werde ich das Google Docs Dokument bei euch als Beschreibung hinsetzen. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt als Beschreibung setzen kann. Beschreibung ändern. Da kann ich jetzt zum Beispiel einfach mal irgendwas reintippen und dann, zack, taucht bei mir Beschreibung das auf, was ich eingetippt habe. Da werde ich dann den Link zu eurem Google Docs Dokument packen. Den können sich dann die Leute rauskopieren, angucken. So denken wir halt, kann sich jede Person einzeln vorstellen, was sie macht, welche Spiele sie spielt, weil ihr könnt das eben selbst ändern. Ihr werdet von mir Links bekommen, wo ihr auch darin arbeiten könnt. Ich denke mal, das ist eine ganz hervorragende Idee. Ja, was gibt's noch? Ich gucke noch mal ganz kurz Servergruppen durch. Machen wir mal kurz den Serverdialog auf, geht das schöner. Download, Upload. Normal, Download, Upload halt. Stammuser, Besucher. Also grundsätzlich, ihr kommt auf dem Teamspeak, bekommt die Gruppe neu. Neu. Dann, das ist noch vertauscht, das müssen wir noch ändern. Bekommt ihr die Gruppe Besucher. So als standardmäßige Servergruppe zugewiesen. Weil über die Besucher, also ihr werdet natürlich über neu informiert, aber auch über die Servergruppe Besucher werden dann noch für den Infobot, weil ich brauche eine Gruppe, worüber ich den Infobot laufen lassen kann, bekommt die Informationen zugeschickt, wie oft ihr auf dem Teamspeak wart, was gerade Phase ist und so weiter halt. Irgendwann, wenn ihr wirklich öfters auf dem Teamspeak seid, wirklich richtig aktiv hier auf dem Teamspeak spielt mit ganz vielen Leuten, also aktiv hier auf dem Teamspeak seid, wie aktiv kann ich euch nicht sagen. Kommt ihr die Servergruppe Stammuser. Stammuser sind so Leute, die sind immer da oder öfters da. Konvoi-Teilnehmer bezieht sich auf die MGC-Gruppe, die halt hier Konvois verabreicht.
Mit der Konvoi-Teilnehmergruppe kommt man auch in den Konvoi-Bereich rein. Damit man nicht gestört wird und den ganzen Krimskrams halt. Natürlich die ganzen Projektgruppen. Interessant natürlich die VIP, wie angesagt, kostenpflichtige Sache, womit wir halt nochmal kurz zu erwähnen, den Teamspeak finanzieren, den Infobot finanzieren, wenn genug Geld da ist, auch mal den Musikbot finanzieren und so weiter, damit die Kosten halt nicht unbedingt immer auf den Schultern von mir oder dem Admin-Team lastet, denn aktuell bezahle ich den kompletten Teamspeak aktuell aus eigener Tasche. Habe ich aktuell kein Problem mit. Ich gehe arbeiten, ich verdiene mein Geld. Muss sagen, aber wenn ihr uns so gerne unterstützen wollt, wenn wir nämlich auch mal, wenn wir dann zu Weihnachten oder sonstige Sachen, werden vielleicht mal ein paar Spiele verlost oder so in unserer Community, wo ihr natürlich dran ebenfalls dran teilnehmen könnt. Was da aktuell geplant ist, darf ich leider noch nicht sagen. Könnte aber passieren, dass es zu Weihnachten was geben wird. Dann natürlich YouTuber-Gruppe, so als feste YouTuber, die halt auf dem Teamspeak aufnehmen wollen, zocken wollen und so weiter halt. Supporter-Gruppe natürlich für die Leute, die Support leisten hier. Da kann man die Leute sofort dran erkennen. Server-Icons werden für alle noch gemacht. Das kann aber noch 2, 3 Wochen dauern. Nicht-Störung-Gruppe. Eine ganz wichtige Gruppe. Diese Gruppe ist für Admins da. Hauptsächlich für Admins oder auch Supporter da. Obwohl für Supporter? Ne, glaube ich nicht. Nur für. Kurz auf meine Liste gucken. Ich nehme. Die Nicht-Störung-Gruppe. Darüber kann man nicht angeschrieben, obwohl aktuell funktioniert es noch. Kann man an aktu soll, also wenn man die Servergruppe nicht stören, sich zuweist, das kann ich jetzt mal kurz machen. Zack. Server group assigned. Steht hier vor, nicht stören. Bin ich gerade irgendwas am Machen? Das weiß ich nicht. Oder möchte einfach mal einen Tag meine Ruhe haben, aber trotzdem über den Teamspeak Informationen und wenn ich mit Leuten sprechen will, komme ich runter. Kann man mich nicht anschreiben, mich nicht anstupsen. Anstupsen geht allgemein gar nicht mehr. Falls das funktioniert, sagt uns mal bitte Bescheid. Geht gar nicht mehr. Finden wir als extrem lästig. Wollen wir nicht mehr. Eine Sache noch kurz vorweg. Falls ihr mich als Server-Owner anschreiben wollt, schließt kurz die Nachricht, die der Infobot euch schickt. Es kommt nämlich öfters vor, dass der Infobot mein Client und den Infobot, das kommt einfach durcheinander. Kriegt er nicht auf den Backen. Dann sumoclub.de ist halt Server group Sumo revoked. Club. Haben wir den Sumo Club Inhaber noch? Ne, Sumo Club ist Sumo Club. Das sind hier Alex und Timo. Das sind die aktuell die beiden einzigen Personen, die halt aktiv dafür sind, dass die auch noch mal sich besprechen können, weil die sitzen hier teilweise auch wirklich 2 Stunden auf dem Teamspeak und bequatschen irgendwelche Fahrten, planen das und sowas, was auch läuft. Dann natürlich Admin, Co-Admin als gleichgesetzte Rechte, nur noch mal unterschieden, Vertretung und nicht. Musikbot hat auch noch mal Rechte, zum Beispiel mein Musikbot ist so eingestellt, dass der euch immer anzeigt, was gerade läuft und welche Musik das ist. So in etwa. Und natürlich die beiden höchsten Servergruppen ist Servertechniker, was ebenfalls Alex ist oder werden wird, weil wir den ganzen Teamspeak eingerichtet haben. Wir haben beide Ahnung vom Teamspeak, wir wissen beide, wie wir es einstellen wollen, sollen. Und natürlich Server auch noch, meine Wenigkeit, ganz logisch. Ja, ein Großteil ist erzählt, ein langes Video ist vorbei. Ich habe gedacht, komm, ein bisschen produktiv kannst du heute noch werden. Und wenn ich mal kurz erwähnen darf, das war unser Feedback dafür, wie, wo, was als eingestellt wird. Download-Upload-Rechte für uns alles aufgeschrieben, damit wir beim Serverwechsel nichts passieren wird. Was bleibt für mich noch zu sagen? Nicht mehr viel. Ich hoffe, dass alles reibungslos am 1.11. über die Bühne gegangen ist. Das ist aktuell noch 2 Tage hin. Warum machen wir das an einem Feiertag nachmittags und nicht irgendwann abends? Weil es aktuell grundsätzlich dafür keine Zeit gibt. Ich mache aktuell Fahrschule. Ich arbeite. Alex geht fulltime zur Schule. Am Wochenende nehme ich hauptsächlich auf. Da ist meistens der Freitagsabends komplett weg. Samstags ein halber Tag ebenfalls und sonntags auch. Da bleibt nicht ganz so viel über. Deswegen wollen wir jetzt den Mittwoch, den freien Tag im Anführungsstrichen, nutzen.
den Großteil über die Bühne zu bringen. Ich werde den Infobot, der wird mit 2, 3 Tagen Verspätung auch auf dem Teamspeak folgen. Kann auch sein, dass das eine Woche dauert, dass ich den am Wochenende einrichten werde. Falls ihr Fragen habt, euch irgendwas nicht logisch ist, warum wir das eingestellt haben, kommt in diesem Fall auf meine Wenigkeit oder Alex als Techniker darauf zu. Die werden euch informieren. Oder ihr habt einfach, warum funktioniert das nicht? Es sollte funktionieren. Kommt auf uns zu, sagt uns das, wir werden uns das angucken, denn Teamspeak, wie ihr wisst, wir haben Sachen eingestellt, wir haben die eingestellt, haben die danach geändert und haben die dann nochmal so wir haben was eingestellt, hat nicht funktioniert, haben es umgestellt, hat nicht funktioniert, haben es wieder zurück umgestellt, es hat funktioniert. Es war echt teilweise frustrierend, am Sonntag 8 Stunden da zu sitzen. Wir haben einiges an Notizarbeit geleistet. Und ganz ehrlich, das ist eine Liste, die ihr jetzt gerade gesehen habt. Da gibt es noch 2 Seiten Word-Dokument und 7 Seiten PDF-Datei. Also für unsere ganzen Teamspeak-Umbauphase. Ja, es ist viel. Es ist echt viel. Falls ihr Fragen habt, irgendwas wissen möchtet, meldet einfach euch bei uns. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls irgendwas gibt, was sich auf Dauer ändern wird, werdet ihr es mitbekommen. Seid offen zu uns. Wir sind auch nur Menschen. Ich erlebe es aktuell öfters, dass hier sich Leute auf dem Teamspeak blicken, die halt nicht zur Community gehören. Jeder ist natürlich in der Community herzlich eingeladen und wird auch gerne aufgenommen als neues Mitglied, logisch. Dafür sind wir da. Wundert euch nicht, wenn der Teamspeak in nächster Zeit voller werden wird durch die Konvois. Wir planen aktuell wirklich ganz viel. Wir planen auch mal Leitstellenfahrten oder werden planen. Dazu aber später mehr. Schaut immer mal wieder beim Infobot rein, da wird es in nächster Zeit einige Informationen geben, die kommen. Was planen. Vor allem jetzt Weihnachten steht vor der Tür. Es sind keine 2 Monate mehr. Ich wünsche euch jetzt noch restliche Herbst, noch schöne Herbstferien, die Leute, die in NRW wohnen, die Leute, die es noch haben. Schöne Weihnachtsferien, kommt vorbei, zockt, es sind aktuell die spielereichsten Monate, die wir haben. Es werden einiges auf dem YouTube-Kanal, wir zocken Simulatoren, in nächster Zeit veröffentlicht an Videomaterial, da kommt zu auch noch ein Informationsvideo. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen, ein Daumen natürlich schön und wir sehen uns zur nächsten Folge. Oder nicht zur nächsten Folge. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder auf unserem YouTube-Kanal. Wir zeigen uns Simulatoren. Und auch ein Dank an die MGC-Community, dass sie auf unserem Teamspeak beitritt. Wir sehen uns später wieder. Bis dann. Ciao.